Es ist die Wiedergeburt. Mit diesem einen Tanz hat er sich gerettet. Sergei Polunin. Schwerkraft spielt keine Rolle. Brillante Technik. Mut. Einer der eigenwilligsten Tänzer der Gegenwart und ein großer Selbstdarsteller. Bad Boy of Ballet. Das Risiko kickt ihn. Nichts von dem, was das Publikum sieht, ist geprobt. Ich überrasche mich da selbst. Werde ich es schaffen oder nicht? Wenn ich es dann schaffe, dann denke ich mir, wow, hat geklappt. Ich habe die Schritte sicher ein, zwei Jahre nicht geübt. Ich habe es wohl im Rückgrat gespeichert. Polunin kämpft immer allein. War schon immer so. Wenn er auftritt, lässt er den anderen wenig Raum. Er wurde schon als Kind darauf getrimmt, seine Grenzen zu überschreiten. Vergiss den Schmerz. Du bist nicht wichtig. Dein Schmerz ist nicht wichtig. Es zählt nur die Perfektion. Das war schon mein Wunsch, als ich ein Kind war, der beste Tänzer der Welt zu werden. Meine Mutter hatte entschieden, dass ich zum Ballett gehe. Da gab es keine Wahl und auch keinen Raum zu versagen. Er beginnt als Turner. Hochtalentiert, bald wechselt er zum Tanz. Seine ukrainischen Eltern setzen alle Hoffnungen in ihn. Er weiß, dass er besser sein muss als alle anderen, denn sie investieren ihr ganzes Erspartes in seine Ausbildung. Tanzen, schlafen, tanzen, sonst nichts. Er muss allein nach London, tanzt für seine Eltern, die er lange nicht sieht. Die lassen sich in seiner Abwesenheit scheiden. Ein Verrat. Ich habe meine Kindheit verloren. Mit 19 erkennt man dann, alles vorbei. Mit 12 erhält er das ersehnte Stipendium. In London überragt er alle. Wird mit 19 zum jüngsten ersten Solisten, den das Royal Ballet je hatte. Polunin ist an der Spitze. Einsam. Die Tanzwelt ist leer. Niemand interessiert sich für dich als Mensch. Es ist ein System. Wenn man einer Company beitritt, gibt es bereits Menschen, die schon Familie haben oder etabliert sind. Tänzer haben keine Zeit zum Kontakte knüpfen. Da wird man sehr schnell isoliert. Abstürze, Drogen. Seine Eltern hat er seit Jahren nicht gesehen. Er schmeißt hin, kündigt spontan seinen Vertrag mit dem Royal Ballet, ohne Ziel vor Augen. Er wird später sagen, an diesem Tag habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben frei gefühlt. Er ist 22. Mit Tanz ist er durch, sagt er. Dann ein Anruf. Starfotograf David LaChapelle überredet ihn zu Dreharbeiten auf Hawaii. Die Arbeit mit David LaChapelle sollte mein letzter Tanz sein. Und am Ende war es mein neuer Anfang. Mir war danach klar, ich kann das Tanzen nicht aufgeben. Wir haben 9 Stunden gedreht, 9 Stunden Zeit nachzudenken. Dann war mir klar, ich muss zurückkommen. I have to come back. 17 Millionen Menschen haben sich das Video zu Hoziers Take Me to Church auf YouTube angesehen. Eine Befreiung. Rastlose Wucht. Als ob alles darin ist, was Polunin jemals tanzen wollte. Mittlerweile tanzt er wieder klassisches Ballett. Gelegentlich. Aber egal wie brillant, es sind nur Auftritte gegen Geld. Er ist längst woanders. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich ganz sicher nicht mehr tanzen. Ich würde Schauspielern in Filmen mitmachen. Aber es ist doch so, wenn dir Gott oder die Natur etwas mitgegeben hat, kann man es doch nicht einfach wegwerfen. Als Ego-Darsteller mag er Geschmackssache sein. Viel Selbstmitleid. Als Tänzer aber überragt er alle. Immer noch. Sein Leben wie seine Performance. Ein Tanz ohne Sicherheiten. Unglaubliche Geschwindigkeit.
und jederzeit die Möglichkeit des Absturzes.